Hallo, heute zeige ich euch vier von Skandinavien inspirierte Weihnachts-DIYs. Unter anderem diese Papier-Weihnachtsbäume, dann einen Halbkranz, den ihr gerne an eure Tür oder an ein Fenster hängen könnt mit einer Kerze, dann Weihnachtsbaumdekoration von der Natur inspiriert und zu guter Letzt eine Inspiration, wie ihr eure Weihnachtsgeschenke verpacken könnt. Viel Spaß beim Nachmachen! Für die 3D-Christbäume drucke die Schneidvorlage von Otto Inside aus. Nimm ein Tonpapier in Schwarz und falte es in die Hälfte. Dann schneide eines der Ebenen aus der Vorlage aus und klebe es mit Washi-Tape auf das Tonpapier. Nun schneide mit einer schmalen Schere entlang den Linien alle Ebenen aus. Du siehst auf der Schneidvorlage, welche davon zweimal ausgeschnitten werden müssen, also mit doppeltem Tonpapier, und welche nur einfach. Hier siehst du, wie die fertigen Ebenen aussehen. Nun nimm eine dünne Nadel mit einem sehr langen Faden, mach einen Knoten in das eine Ende. Dann nimm eine schwarze Palette und fädel sie auf den Faden auf. Nun nimm schwarze Perlen und fädel auch da ungefähr 8-9 Stück auf den Faden auf. So sollte das nun aussehen. Dann nimm eine der Papierebenen und fädel auch die mit der Nadel auf den Faden auf. Anschließend fädel wieder 8-9 schwarze Perlen auf und die nächste Ebene. Achte dabei darauf, dass du die Papierebenen von groß nach klein auffädelst. Schließe am Ende mit einer Palette und 5 schwarzen Perlen ab. Und voilà, der 3D-Papier-Christbaum ist fertig. Für den weihnachtlichen Kranz brauchen wir zuerst einen Metallring. Dann nimm 2 lange Äste Eukalyptus und schneide sie gleich lang ab. Diese bilden die Basis für unseren Halbkranz um den Metallring. Nimm einen dünnen goldenen Draht und verbinde die Enden des Eukalyptus mit dem Metallring. Dann nimm die Thujenzweige und verbinde auch die mit dem dünnen goldenen Draht am Metallring an. Zum Schluss nehmen wir noch den Blumenschmuck, den stecke ich einfach zwischen die Ringe, die ich schon mit dem goldenen Draht erstellt habe. Zum Schluss bringe noch den Kerzenhalter an und die Kerze. Und fertig ist dein weihnachtlicher Kranz. Für die modernen Christbaumanhänger nimm lufttrocknende Modelliermasse und rolle sie ungefähr 3 mm dick auf einer Glasfläche aus. Dann schneide größere Ringe aus. Nimm kleine Thujenzweige und drücke sie in die Modelliermasse auf die Ringe drauf. Du kannst gerne einen Zweig nehmen oder sogar 2, um einen Wald zu simulieren. Dann nimm ein kleines Holzstäbchen und mache noch Löcher oben in deine Christbaumanhänger rein. Lass diese nun 24 Stunden trocknen, dann nimm einen dünnen Faden und mach noch Anhänger an deinen Christbaumschmuck. Und voilà, schon ist er fertig. Für das Geschenkpapier nimm weiße Acrylfarbe und tropfe sie mit einem Pinsel auf das Backpapier. Das Endresultat sollte aussehen wie Schneegestöber. Lass das Ganze über Nacht trocknen, dann pack das Geschenk wie gewohnt ein. Nimm einen größeren Thujenzweig und platziere den auf der oberen Fläche deines Geschenks. Klebe es mit einem Streifen Washi-Tape an. Dann stanze noch einen Stern aus und klebe den oben auf die Thuje, um den Christbaumeffekt zu erhöhen.
Und voilà, schon fertig ist deine nachhaltige Geschenkverpackung.